darfst wieder fahren. Es ist März. Sag, ich geh wieder los. Ich erzähl den Leuten auch mal ein bisschen was. Was haben wir hier vor? Also, wir haben uns nämlich überlegt, das jetzt auch mal ein bisschen filmen, weil Pasta ist ja so selten an der Strecke, wenn wir da sind. Und da ich jetzt wieder anfange zu fahren, ja, selber filmen. Meine Video-Editing-Skills sind leider auf dem Stand von Windows Movie Maker 2006 stehen geblieben. Deshalb wird das auch ein bisschen eine Herausforderung, einen gewissen Standard zu erreichen. Wir werden sehen. Luca macht sich die größten Sorgen. Ich habe gesagt, ich mache das uns einfach mit ein paar Sternblenden fertig. Und die Leute gucken sich das bestimmt trotzdem an. Und wenn nicht, dann sind wir halt traurig, dass wir nur ein Video haben oder so. Aber das habe ich gedacht. Ich war noch nie. Warst du schon mal da? Ja, ich war schon mal da. Aber wahrscheinlich 2013, 14, so das letzte Mal. Ist eine Sandstrecke westlich von Hannover. Treffen uns da mit Louis Pollmann. I am the one, the way your time, don't need a gun to get respect up on the screen. Und werden wir sehen, wie die Verhältnisse sind. Wir haben hier gerade so gut stabile 4 Grad und es Nieselregen. Wir werden sehen, wie es sich entwickelt im Laufe des Tages. Ich bin mir nach 10 Monaten noch gar nicht mehr so ganz sicher, ob ich überhaupt noch Motorrad fahren kann. Jetzt haben wir letztes Mal, habe ich auch schon einmal Luca aufgenommen und ich hatte aber so einen blöden Halter. Jetzt weiß ich nicht, ob es wieder passiert. Irgendwie war der Ton richtig scheiße. Also, Klackern. Der Ton war richtig blöd, das waren nicht die richtigen Worte. Genau, es hat die ganze Zeit geklackert, weil der Halter nicht ganz fest war. Und ich hoffe, jetzt geht es und es ist nicht so locker im Gehäuse, sodass man uns auch versteht, weil es wäre ja sehr traurig, wenn man gar nichts versteht. Wie weit haben wir noch? Noch 69 Kilometer. Nice. A few moments later. Vielleicht sind wir da. Hier links? Du warst schon mal hier? Ja, ich erinnere mich nicht mehr. Soll Loris anrufen, schick nach Stadtort. Ja, ich. Da liegt ein riesen Ast. Oh nein, da fahre ich jetzt nicht rüber. Gut. Da wollten wir ja hin, ne? Ist doch schön hier. Ja. Guck mal, schöne kleine Bank, Friedhof. Ja. Richtig muckelig. Pass auf, da ist der gefährliche Ast. Ja. Ich wollte ja nur, dass du siehst. Soll ich weiter rechts fahren oder weiter links? Ja, mag das gar nicht. Will ich nicht lang fahren, Schatz. Schatz, ist halt der Weg. Oh Gott, was hat er getan? Kleine Rallye-Etappe. Oh Mann, Schatz. Das ist ganz schlimm für mich gerade. Heckantrieb und Winterreifen. Kann schlimmer kommen. Das ist die Strecke. Ja, das ist glaube ich nicht der Ort, wo man parkt und drauf fährt. Ja, parken wir halt nicht und fahren nicht drauf. Da hatte mir irgendwer vorher beschrieben, wo ich abfahren muss. Ich habe eigentlich was von irgendeinem Laden in Erinnerung gehabt oder irgendeinem See oder so und dann links. Keine Ahnung, ich sehe jetzt auch nicht. Von hier sehe ich jetzt auch keinen Laden und keinen See. Perfekt. Gut. Bin ich ja noch froh, dass ich vorhin noch Reifen gezogen habe. Ganz fresh. Fresh, fresh. Das wird rot aus 2018. Aber ist 2,5er, oder? Nee, die Hochzieher. Okay. Ist das schmale Felge? Schmale Felge, der will heute mal richtig Kurvenräuber sein. Genau. Loris wurde im Winter von Johannes Bikes verpflichtet für Supercross. Und das werden sie nicht mehr los, muss er Autos fahren komplett. Neues Masters. Fährst du Masters ganze Saison? Ja, ja. Kannst du einen Pickenreifen fahren? Vorne den Reifen, den du drauf hast. Hab ich nie richtig. Bin ich nie mehr warm geworden. Ich brauche schon mal Sachen raus, kann ich schon mal Räder umstecken. Sieht sehr schön aus. Hier sieht es doch ein bisschen nass aus und ein bisschen pampsig. Hauptsache ich fahre nicht da in das Wasserloch. Aber eher ein bisschen unwahrscheinlich, wenn ich da aus der Kurve komme. Gewartetes Fahrwerk, sauber Grund eingestellt. Ich glaube, man hört eh nichts, weil es voll windig ist. Habe ich aber auch gedacht, bla bla bla. Ich muss schon ein bisschen improvisieren. Da komme ich noch nicht rein. Aber ich muss auch Reifen umstecken. Dank Ginas neuem Sponsor, 24MX, haben wir Produkte selber gemacht. Ich habe heute Morgen Reifen gezogen. Man kann die so, wenn man keine andere Konstruktion hat, echt schön einpacken. Low Budget gebrauchte Sandreifen drauf, ne? Vollstecker sind wir nicht, ne? Ach, ich bekomme doch auch noch einen neuen Reifen. Statt einem abgefahrenen Hartboden-Vorderreifen kriegst du jetzt einen abgefahrenen Sand-Vorderreifen.
Oh, danke. Er hatte nämlich schon gesagt, ja, du brauchst das ja nicht, das ist ja nicht so wichtig. Und ich war dann so ein bisschen nervös, weil ich dachte, ich brauche doch gerade jetzt einen ordentlichen Reifen, wenn ich doch gar nicht mehr fahren kann. Wir wollen ja nicht die guten Bedingungen verpassen. Wichtigsten Punkte zum Vorderrad umziehen: die spannungsfreie Montage der Vorderradachse, wenn die Achse richtig fest ist. Seite und sicher gehen, dass sich der Gabelfuß spannungsfrei einfach verschieben kann, weil wenn wir die jetzt festspannen und der Fuß steht so, macht die Gabel hier so einen Knick. Wenn wir die festmachen und der Fuß steht so, knicken wir die Gabel so. Heißt unglaublicher Stress und mechanische Belastung für eure kompletten Gabelinnereien. Und perfekt mechanische Gabeln. Komplett verspannt montiert, eine Stunde, alles wieder verschlissen, alles wieder breit. Das ist super wichtig. Achse fest, die kriegt auch richtig viel Drehmoment. Also bei den Japanern kriegen die 60 bis 80 Newtonmeter Drehmoment. Manche Leute, die machen die so handfest, habt ihr keine Vorspannung auf den Radlagern. Funktioniert so nicht. Am besten Achse fest, lass es los, plötzlich einmal abbocken, nicht in die Bremse greifen. Jetzt einmal kannst du mal verdrehen, die vier Klemmschrauben abknacken. Aber es ist auch unmittelbar unglaublich anstrengend. Ist es? Ja, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich 10 Monate schon mit dem Rad gefahren bin. Jetzt aber auch, wenn die Strecke so vollgas ballern ist, ist das viel unsicherer, als wenn es ein bisschen angefahren wäre. Deshalb mach mal keinen Stress. Meinst, ich war dann auch ein bisschen verunsichert. Fahrerwechsel. Quasi Catering. Luca ist der Koch hier. Was wolltest du haben? Lecker, ne? Kartoffelbrei mit Creme Fraiche und Schnittlauch? Ja, ja. Okay. Lecker Creme Fraiche. Das Leichteste zwischendurch. Schmank. Aber bis jetzt ist alles schön. Schöner erster Tag fürs Fahren. Noch Wasser drin? Ja, Rhino mag das gar nicht, ne? Sie traut sich ohne Neckbrace, was soll ich sagen? Kannst du das echt wegnehmen? Die gelbe Gefahr.
Stark angefangen, stark nachgelassen. Normalerweise würde ich noch perfekt da durchfahren. Das erste Mal fahren seit 10 Monaten. Mach dir keinen Stress. Scheiß Hobby, ne? Was wird dieses Jahr? Ladies Cup? Oder WMX? Cool aussehende Szenen reinmachen, sonst bin ich unglücklich. Ja, jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt die Szenen reinmachen und ihr dann sagt, es sieht echt scheiße aus. Ja. Soll das Feedback sein? Hör auf zu fahren, das ist peinlich. Wo sind Leute im Internet? Ja, man kennt das. Ja. Mal gucken, wir machen einen Mischmasch. Struggle-Szenen und gute Szenen. Ich habe verglichen, wenn ich dann Luca sehe, sieht es irgendwie schneller aus. Aber dann haben wir noch ein paar Szenen, da denke ich, oh, das sieht gut aus, das ist dann Loris. Loris sah echt gut aus. Ja, also, der muss aber auch in 4 Wochen den Trainer fahren, Masters, der hat ein bisschen mehr auf dem Schirm. Wir haben noch alle Zeit der Welt. Und es geht erstmal mit Hartboden los. Wir sind heute, das war ganz gut, es ist so ein Mischmasch gewesen. Heißt, schon eine Sandstrecke, aber nicht so tief. Und es gab so ein kleines Stück im Wald, was halt ein bisschen fester war. Das heißt, wir sind jetzt auf beides so einigermaßen vorbereitet. Nee, war vorbereitet schon optimal jetzt so zum Reinkommen ein bisschen. Gucken wir nächste Woche, ob Wetterbedingungen wieder Hartboden zulassen. Ansonsten mal wieder in Sand vielleicht. Hasbergen heißt das. Und Hasbergen, Strecke war 20 Jahre zu, ist seit letztem Jahr wieder auf. Ja, vor allem irgendwie seit Dezember tatsächlich wohl erst. Ja, nee, ganz geil, vielleicht gucken wir da vorbei und dann beginnt auf jeden Fall 3 Wochen Hartboden, dann ist schon erste MSR-Rennen. Ja. Und die Woche nach dem ersten MSR-Rennen ist in Abergen, ist MSR, erster Lauf. Und dann die Woche drauf ist Ladies Cup und dem Open in Aufenau. Gut, wenn ich das mache. Ja. Ja, mal gucken. Ja, das heißt, ich muss mich doch noch ein bisschen vorbereiten. Wobei, ja, man sagt ja immer, man hat ja nichts zu verlieren, aber man möchte ja trotzdem, dass es so ganz solide läuft. Gut.